Kollektion für Sie heute in der Präsentation. Ganz besondere Fohlen aus allerbesten Stämmen von bewährten, sportlich und züchterisch renommierten Vererbern. Und hier geht's bereits los mit der 2. Cositina. Und das ist auch gleichzeitig der Premierenjahrgang des Caretinos. Denn der hat sich ganz aktuell für das Bundeschampionat des deutschen Springpferdes in wenigen Wochen in Warendorf qualifiziert. Dieser Sohn des Caretino. Und Caretino Ihnen hier vorzustellen, dieser überragende, weltweit legendäre Springpferdevererber mit allerhöchsten Meriten auch in seiner Nachzucht. Das sind olympische Medaillen, die hier im Hintergrund sind. Auch mütterlicherseits geht es genauso elitär weiter. Denn da steht Cornetz Stern und Contendro. Diese Mutter Cosimone, die repräsentiert Holsteiner Leistungsblut auf allerhöchstem Niveau. Sie hat es selbst demonstriert. Mit Höchstnoten im Springwettbewerb in Vechta. Und das ist der Stamm der in der Oldenburger Springpferdezucht gekörten Hengste Caroli. Und der ist ebenfalls qualifiziert für das Bundeschampionat des deutschen Springpferdes und bei Bastian Frede im Brit. Ein ganz sportlicher Sympathieträger hier, bestens in der Entwicklung, sehr athletisch, sehr nobel. Nochmal traben und dann einmal aufstellen hier. Hier vor dem Publikum. Damit Sie einmal an ihm Maß nehmen können, wie ein Sportpferd der Zukunft aussehen soll. Der hat das nämlich von seiner Athletik her, von der gesamten Körperharmonie, die aber auch dazu, einmal das Fohlen dann rechts zum Publikum bitte. Jawohl, einmal mit der Stute drumherum. So geht das gut. So sieht er aus, ein sportlicher Hoffnungsträger der Zukunft. Sehr gute Halsung, sehr markant und bedeutend in seinen Reitpferdepartien bei großer Schulter, sehr gut konstruierter Hinterhand. Die Schleife, die gebührt ihm bereits jetzt. Und viele weitere Schleifen sollte er dann im ausgereiften Alter auf der sportlichen Bühne dann erringen. Lass ihn noch einmal gehen und dann einmal rum noch, oder? Jawohl. Halt mal. Über die Mittellinie im Trabe hinaus. Ganz bewegungsstarkes. In großer, erhabener Selbsthaltung bewegt er sich nun auf den Ausgang zu. Und Sie wissen, wo die Kontakte zu knüpfen sind, liebe Gäste. Wenn Sie Interesse haben an irgendeinem Fohlen heute Abend, sprechen Sie mich an. Wir wissen sicher nicht.